Und es geht weiter mit Pokémon Schwarz und im letzten Part haben wir uns unser erstes Pokémon Edeltraud geholt und jetzt haben wir endlich Pokébälle erhalten und haben uns übrigens beibringen lassen, wie man Pokémon fängt. Genau. Hier gibt es jetzt erstmal nicht wirklich viel Auswahl. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, ist hier ein bisschen trainieren. Das speeden wir jetzt ein bisschen ab und trainieren ein bisschen. Die Edeltraud hier, die kleine Nutte hier. Genau, das gefällt ihr doch, ein paar Pokémon zu verprügeln, diese kleine Sadistin hier, diese kleine Mist, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Domina, genau. Freches Skirder. Aber hier kommen jetzt nicht ernsthaft nur Leute. Ja, Clef Level 1, oder? Aber Leute, wisst ihr was? Machen wir nicht. Nein. Ich habe schon überlegt, eins zu fangen, aber es ist mir dann doch zu 0815. Wir erhalten Level 7 mit Edeltraud und Edeltraud lernt nun Spritzen. Heiße Sache. Und auch da treffen wir mal endlich auf einen Nagelotz. Level 7. Ziemlich hohes Level. Aber Nagelotz werden wir später zu einem anderen Zweck einsetzen können. Ich weiß nicht, sagt euch was, als Jäger-Pokémon. Sagt euch der Begriff was. Falls nicht, kann ich ihn euch ein bisschen erläutern. Ganz einfach für Pokémon fangen. Es kann Trugschlag, es kann Hypnose, es kann Superzahn, es kann sogar Trugschlag. Perfekte Eigenschaften, ein Jäger-Pokémon zu sein, neben X-Bat. Daher, ich überleg's mir. Ich fang's mir vielleicht dann erst, wenn wir ein bisschen weiter sind im Spiel und dann schon Kuckmarder begegnen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt ist es noch Blödsinn, eins zu fangen. Gut, jetzt trainieren wir doch noch ein bisschen. Gibt's ein kleines bisschen. So, ich denke, das war's und... Oh, kurzen Moment, ist schon fertig. Ach du Scheiße. Gut, das war jetzt ehrlich gesagt nicht geplant, aber das ging doch zügiger als erwartet. Wirklich. Hut ab, Hut ab. Gut, ja, ist das schon mal erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Yogg-Clef Level 4. Es reizt mich so, dieses Viech zu fangen, aber ich mach das nicht. Das mache ich nicht. Ist mir viel zu 0815. Baum ist auch ein Normaltyp. Und Edeltraud erhält nun noch Level 8. So, ich denke, das genügt. Hast du Tanisha? Wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Ja, eins habe ich. Ja, ist gut, Mensch. Ich habe nur ein Pokémon. Heult doch. Tag auch, wie geht's? Wie steht's? Ich gehe mal schon davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo, Professor. Ich bin gerade vor dem Pokémon-Sender in Gavina. Kommt schnell, damit ich euch ein bisschen herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Pokémon-Sender. Sehr schön, bis gleich, ihr Schatzis. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon mal vorgehen, weil ich ein Mann bin. Machen wir uns mal auf den Weg. Und da steht sie schon einsam und allein. Wo ist Sharon hin? Sag mal, haben die jetzt ernsthaft Professor Esche verpasst? Hallo Tanisha, mit dieser epischen Musik werde ich dich noch ein bisschen herumführen. Folge mir bitte. Ich zeige dir die wichtigsten Einrichtungen für Trainer. Diese Musik ist so catchy, das ist das kleine Pokémon-Center. Damit kannst du deine Pokémon heilen. Das ist doch richtig toll und hier geht es nun an die Theke. Hey, ich komme mit! Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon-Centers. Hier werden eure Pokémon eben nur wieder aufgepäppelt. Nun haltet euch gut fest. Das kostet euch alles rein gar nichts, denn das Pokémon-Center ist der beste Verbündete des Pokémon-Trainers. Probier's am besten gleich mal aus, Tanisha. Nur Mut. Ja, okay, jetzt kommt wieder der 0815-Text. Wollen wir unsere Pokémon heilen? Natürlich. Was sonst? Warum rede ich sonst mit dir? Sonst würde ich gar nicht mit dir reden. Das ist so eine You Don't Say-Frage. Das hast du sehr schön gemacht. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Nun erkläre ich euch das nächste in dem PC im Pokémon-Center. Dies ist der PC. Nee. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen und zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch in den PC abgelegt. Das hat ihr Buff, oder? Und wenn ihr euren PC auswählt, bewerte ich ihn nur euren Pokédex. Warum sage ich so oft im Nu?
Esche! Auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Ben. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher irgendwann auch einmal begegnen. Achso, dann weiter geht's. Die Musik ist weiterhin catchy. Das hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. Sie sind so saftig, ihre Lippen. Oh. Damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen des Trainers erklärt. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Aventia. Ach, eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City wollt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir. Sie wird euch sicher bei eurem Abenteuer helfen. Also dann macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Nicht. Was soll ich nur kaufen? Am wichtigsten sind Tränke und Pokebälle. Ja gut, dann mach das mal. Ich gehe jetzt mal raus hier. Was geht denn dort auf dem Marktplatz vor sich? Keine Ahnung. Lass uns mal schnelliges unter die Lupe nehmen. Ja gut, das machen wir auch mal. Was geht ab? Was ist los? Tanisha, komm schnell her. Hört mich an, mein Name lautet Jesus, G und Sis, wie die Thronfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nebens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht ihren finsteren Antlitz blicken zu lassen. Habt ihr euren vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in endwürdiger Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hineinschinden und quälen. Soll jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe jetzt das Wort oder schweige. Drum hört ihr guten Leute, was ich zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen noch lernen können. Und daher besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber den Pokémon ist, nicht wahr? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die Ehrepflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Jauch zu befreien. Denn nur dann können sie jener köstlichen Gleichheit und Freiheit erlahmen, die von ihrer Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. 13.45 Uhr, 2 bei Calvas. Nicht verpassen! Da geht er. Diese Rede eben, was sollen wir jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon, was für ein Schwachsinn! Ein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell, da wird mir ja ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sharon, das hier ist Tanisha. Sie kann nämlich nicht allein reden. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und du warst doch mal gleich... Ach ja, Tanisha, stimmt. Lass mich mal hören, was dein Team alles so zu sagen hat. Und da der Trainer N. Er rennt mit einem Felilu herum. Eine Wannabe-Pussy, meine Edeltraut, ist hier die wahre Pussy. Spüre die Macht mit Aquaknarre. Und Aquaknarre. Und jetzt Tackle. Wir beenden es mit einer Tackle-Attacke. Und Felilu wurde besiegt. Edeltraut erhält Level 9.
Sehr schön, und Trainer einen besiegt. Es gibt tatsächlich Pokémon, die solche Dinge über ihren Trainer sagen? Nebenbei waren deine Pokémon ganz gemein. Sie haben ganz gemeine Dinge zu mir gesagt. Solange die Pokémon jedoch in winzigen Pokébällen eingepfercht werden, ist sie das denn doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde, der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf ändern. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen die Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, für deinen Erfolg vielleicht. Machen wir uns weiter auf den Weg. Wobei, vielleicht gibt es auch ein paar Items hier. Könnten wir mal gucken. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken, weil sie so dumm sind. Right. Unzählige Pokémon warten nur darauf, die endlich begegnen zu können. Die schwachen wie auch die starken, die imposanten als auch die niedlichen. Du hast ja tollen Beutel. Du hast ja einen tollen Beutel. Und was da alles hineinpasst, du sollst ja einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Ja, das ist nicht alles im Leben, mein Freund. Tränke sind nicht alles im Leben. Ich bin alt. Lass mich den alten Mann dir etwas sehr Nützliches verraten. Verstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Oh, was hast du zu sagen, Omi? Die Pokémon setzen stets mit Leibeskraft für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir sie unserer Zuneigung zuteil werden, indem wir sie mit Tränken vollstopfen. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Ja gut, wir geben ihnen Tränke und sie verprügeln sich dann wieder. Und dann geben wir ihnen wieder Tränke und dann verprügeln die sich wieder. Was hat da wohl die meiste Arbeit, das Verprügeln oder die Tränke geben? Stell dir mal diese Frage. Es freut mich immer wieder, wenn die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lese. Aha. Der Visukaster klingelt. Tanisha, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege da mal wieder auf. Tanisha! Buhu! Ich habe dich endlich eingeholt, du bist ja schon weit gekommen. Professor Ashes sagt mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Tanisha. Hier, probier sie gleich mal an. Oh, wir erhalten Turbotreter. Wenn du in die Turbotreter stirbst, bist du 0,1 nichts am Ziel. Hör mir mal kurz zu und ich lese dir die Gebrauchsweisung vor. Da steht... nichts. Dankeschön, Mutim. Gucken wir gleich mal, welche Pokémon uns da begegnen. Wieder ein Yorklef. Aber, oh, Level 7. Oh, ho. Ja, Heide Blitz. Die Pokémon werden ja schnell stark. Da können wir jetzt nochmal gut trainieren. Sofern wir nicht verrecken. Haben wir eigentlich Tränke bekommen? Oh, nee, ich habe gar keine Tränke. Das fällt mir gerade auf. Bitte ist es ein Trank. Ein Trank. Yes, ein Trank. Okay, damit können wir gleich unser Edeltreutchen wieder pushen. Müssen wir auf jeden Fall machen. Und vielleicht ist es auch doch gar nicht so schlecht, ein paar Tränke zu kaufen. Das hole ich jetzt, glaube ich, mal ganz geschwind nach. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es jetzt in dieser Generation, dass uns da Tränke gegeben wurden. Hm, habe ich wohl was verpasst. Nehme ich mal 6 Stück mit. Wir haben noch so wenig Geld, es bringt fast gar nichts hier. Ich will eigentlich noch nichts kaufen gehen. Nicht wieder rein. So. Jetzt würde ich vorschlagen, wir trainieren nur noch ein bisschen. Ist nämlich notwendig, Leute. Das sage ich euch gleich. Und Aquaknarren. Und erneut Aquaknarren. Und hier kommt schon Feliloo, aber das holen wir uns ebenfalls nicht. Das will ich nicht, das ist so ein hässliches Viech. Bleh. Und ein letztes Mal Aquaknarren.
Und Level 10 mit Edeltraut. Sehr schön. Och nee, ich will das Felilu nicht. Und auch das ist jetzt wieder tot. Und gibt's noch mehr? Oh, Yorklef auch noch. Okay. Und wahrscheinlich noch. Wie heißt's? Nagelotz, genau. Nagelotz. Die fünften Generationen Pokémon, die fallen mir irgendwie ein bisschen schwerer, die Namen zu kennenzulernen. Da waren die anderen Generationen wesentlich einfacher für mich zum Lernen. Könnte auch daran liegen, weil ich nicht mehr so enthusiastisch in Pokémon bin, aber ist auch nicht ganz weg, das Interesse von Pokémon. Nichts Falsches denken, Leute. Ich glaube, wir hatten gerade eben ziemlich Glück mit dem Level 7, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Nagelotz, genau. War es Nagelotz? Ich glaube schon, oder? Ich meine, das war Nagelotz Level 7. Weiß ich jetzt nicht mehr. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht mehr. Hier habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Tut mir leid, Leute. So, auch Yorklef ist wieder tot. Und das Training so einfach, Leute. Es rendiert sich hier. Aber irgendwann bringt es nichts mehr, leider, das Training. Das bringt es wirklich nichts mehr. Aber noch können wir trainieren, problemlos. Und ja, ich rate es jedem am Anfang, hier ein bisschen zu trainieren. Auch wenn es sich wirklich viel Unterschied macht. Also effektiver war jetzt gerade das Level 7 noch, aber das ist wohl offensichtlich ganz, ganz selten. Und Level 11 mit Edeltraut. Und wir lernen Lassmacher. Gut. Kämpfen wir noch gegen den Trainer. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, dann heißt es nur eins. Gleich kommt es zum Kampf. Ja, wenn, dann bestimmst du den Kampf, mein Lieber. Und er fängt mit einem Nagelotz an. Und wir spritzen es wieder feucht mit einer Aquaknarre. Oh, es kann schon Biss. Das ist natürlich gefährlich. Warum gefährlich? Weil es zurückschrecken kann. Ganz einfach. Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, sollst du auf den Wegen bleiben, da Pokémon nur im hohen Gras bleiben. Okay. Und wieder ein Trainer. Oh Gott, die nerven so, die Trainer. Und meine Erkältung gleich 10-mal. Auch das spritzen wir nass mit einer Aquaknarre. Und jetzt mit einer Tackle-Attacke. Schon besiegt. Vielleicht bin ich noch hoch, kurz vor der Stadt. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir Schluss. Ich glaube den... Ja, okay, ich glaube, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt schon Schluss. Genau, machen wir. Man sieht sich dann im nächsten Part von Pokémon Schwarz. Ich hoffe, ihr habt den Part genossen. Man sieht sich dann im nächsten. Schaut weiter rein.